Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Die Barbecue- und Blues-Hauptstadt des Südens ist in den letzten 20 Jahren extrem gewachsen. Doch dafür zahlte die Stadt ihren Preis. Memphis ist eine der gefährlichsten Städte in den USA. Schuld daran? Gewalttätige Banden. Es ist hier nirgends sicher, man muss überall aufpassen. Es gibt 15.000 bis 20.000 aktive Gangmitglieder in Memphis. Gemessen an der Einwohnerzahl ist das enorm viel. In der 700.000 Einwohnerstadt verbreiten sie Angst und Schrecken. Das ist echt die Hölle hier. Auf einer Skala von 1 bis 10 liegt der Gewaltlevel in Memphis bei 30. Das ist echt krass. Die Jungs hier sind völlig durchgeknallt. Eine der größten Gangs sind die Traveling Vice Lords, kurz TVLs. Wir sind die TVLs, immer unterwegs. Die Gang ist über 500 Mann stark und gehört zu den brutalsten der Stadt. Die Traveling Vice Lords sind vor allem für Raubüberfälle und Schießereien verantwortlich. Ich habe schon auf viele geschossen. Keine Ahnung, ob ich die alle gekillt habe oder nicht. Die Gang beansprucht ganz Memphis als ihr Revier. Ihr Stammsitz liegt im Nordwesten der Stadt. In Klondike, einem 2,5 Quadratkilometer großen Gebiet. Zutritt auf eigene Gefahr. Wir sind hier in Klondike. Hier wird scharf geschossen. Da drüben ist was los. Da geht gerade irgendwas ab. Das da drüben waren ein paar Vice Lords. Auf der Treppe da. Die Menschen haben Angst, aus dem Haus zu gehen. Alte Omas sitzen nicht mehr auf ihren Veranden, weil sie Angst vor verirrten Kugeln haben. In Klondike gab es eine Familie, deren Kinder jede Nacht auf dem Boden schliefen, weil bei ihnen die Kugeln durchs Haus flogen. Damit haben wir allen klargemacht, ihr legt euch nicht mit uns an. It's not gonna work. Derek Mosley wuchs in Chicago auf, der Wiege der Vice Lords. Ich habe vieles nicht kapiert, was da abging. Das war alles wahnsinnig brutal. Komplett durchgeknallt. Ich wusste nur, dass ich tough sein musste. Härter und krasser als alle anderen. Mit 10 trat er der Gang bei. Mit 16 zog er nach Memphis. Die Typen in Memphis sind krass drauf. Für die zählt nur eins, Respekt. Die machen alles Mögliche, ohne darüber nachzudenken. Ich habe gesehen, wie sich die besten Freunde abknallten. Schießereien wegen nichts. Memphis ist durchgeknallt. Jeder will schnelles Geld. Jeder will der Geilste sein. Pack ist 35 Jahre alt. Er will nicht, dass sein wahrer Name genannt wird. Zu seinem eigenen Schutz. Für Pack war das Straßenleben wie eine Droge. Ich bin süchtig nach der Straße. Mit 12, 13 habe ich kleine Dinger gedreht. Laden und Autodiebstahl. Mit 14 fing ich dann mit den echten Geschäften an. Drogen und so. Pack war erst 15, als er den TVLs beitrat. Zuerst stand er Schmiere, doch schon bald wurde er ein Vollmitglied. Da wurden Leute mit Kabelbindern an Stühle gefesselt und mit Schlagstöcken und Brechstangen geschlagen. Wir haben Beine, Gelenke und Arme gebrochen und in die Beine geschossen. Und wenn wir dich nicht kriegen, schauen wir bei deiner Familie vorbei. Vor kurzem kam Pat bei einem Kampf nur knapp mit dem Leben davon. Wir haben gekämpft. Ich war stärker. Er hatte eine 32er, das wusste ich nicht. Er zog sie aus der Tasche, steckte sie mir in die Hose und schoss zweimal. Es heißt, Kugeln sind heiß. Das sind sie echt. Nach 5 Sekunden oder so fängt das tierisch an zu brennen. Wenn man da unten getroffen wird, tut das wahnsinnig weh. Das Gesetz der Gang kennt nur eine Antwort. Rache.
Wenn einer dich nicht respektiert und zuschlägt, musst du zurückschlagen. Wenn jemand meiner Familie, meinen Freunden oder jemandem aus der Gang was tut, muss er sterben. Er geht drauf. Das ist Gesetz. Wenn du meinen Bruder verletzt, zahlen wir das mit gleicher Münze heim. Diese brutale Gewalt ist typisch für Memphis und wurde von dem berüchtigten Anführer der TVLs auch knallhart eingefordert. Charles Thompson, alias Country. Country war einer von den Typen, mit denen man sich nicht anlegte. Und wenn doch, hatte man ein echtes Problem. Countrys Wort war Gesetz, egal welche Folgen das hatte. Wenn er mir sagt, ich soll was machen, dann mache ich das, egal was. Aber eins ist wichtig. Country verlangt nichts, was er nicht auch selber machen würde. April 1996. Der 30-jährige Country sitzt im Shelby County Jail. Er ist wegen Mordes angeklagt und wartet auf die Gerichtsverhandlung. Er hat die Weißnords einfach vom Gefängnis aus weiter angeführt. Er konnte weiter seine Befehle geben, weil man ihn telefonieren ließ. Country hatte eine Auseinandersetzung mit dem 38-jährigen Polizisten Sergeant Dedrick Taylor. Er sperrte Thompson wegen eines Streits zwischen rivalisierenden Gangs kurzzeitig in einer Einzelzelle. Für Charles Thompson war das eine klare Respektlosigkeit ihm gegenüber. Thompson rief seine Gang an und gab Sergeant Taylor zum Abschuss frei. Er befiehlt den Mord an Dedrick Taylor. Er will seinen Tod in den Morgennachrichten sehen. Drei TVLs rücken sofort an. Dabei haben sie ein Sturmgewehr, einen 38er Revolver und eine 25er Pistole. In einem leeren Gebäude gegenüber von Taylors Haus beziehen sie Stellung. Die Gangmitglieder warten darauf, dass Taylor nach Hause kommt. Als Taylor in seine Einfahrt fährt, bricht die Hölle los. Sie sprangen aus ihrem Hinterhalt und fingen wie wild an zu schießen. Der Typ mit der 38er rannte direkt zu Dedrick Taylor hin, hielt seinen Revolver im Gangstyle, also seitwärts, und feuerte aus nächster Nähe auf ihn. Dedrick wusste gar nicht, wie ihm geschah. Die Gang feuert fast 20 Schüsse ab. Taylor wird zweimal getroffen und kriecht zur Haustür. Seine Frau steht an der Tür und hofft, dass ihr Mann es irgendwie nach drinnen schafft. Taylor klammert sich an sein Leben. Wir rächen alles. Wir waren tierisch wütend. Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Die Südstaatenmetropole am Ufer des Mississippi wurde zu einem der Orte mit der höchsten Lebensqualität in den USA gewählt. Doch der Schein trügt. In der Stadt gibt es rund 600 Gangs. Die größte und mächtigste sind die Traveling Weißlords. Du bist hier in der Stadt der Weißlords, Alter. Bei uns ist Jagdsaison und zwar immer. Das hier ist kein Scherz. Hier geht es richtig hart ab. Das kannst du dir nicht vorstellen. Gewalt spielt in Memphis schon immer eine Rolle. In den 1960er Jahren waren die ethnischen Konflikte auf ihrem Höhepunkt. Jimmy Chambers, ein Gang-Ermittler des Generalbundesanwalts, wuchs im Norden der Stadt auf. In meiner Jugend gab es schon Gangs. Meine Eltern waren ziemlich streng, weil wir harte Jungs waren. Wenn sie das nicht gewesen wären, wären wir wahrscheinlich auch in einer Gang gelandet. So einfach ist das. Die Gewalt eskalierte am 4. April 1968, als Dr. Martin Luther King auf dem Balkon des Lorraine Motels erschossen wurde. Überall auf den Straßen fuhren Armeelaster. Mein Bruder und ich waren im Vorgarten und auf einmal schrie meine Schwester: Rennt! Rennt! Run! Run! Da kamen schon Soldaten die Straße entlang. Freedom got a shotgun! Freedom got a shotgun!
Überall in den USA forderten die Afroamerikaner lautstark ihre Rechte ein. In den frühen 1970er Jahren hob Memphis die Rassentrennung auf. Schwarze Kinder wurden mit Bussen in die Schulen der weißen Viertel gefahren. Ich war damals in Memphis im ersten Bus. Einige Mitschüler wollten uns nicht. Wir mussten immer kämpfen. Die reicheren Familien zogen in die Vorstädte und die Gangs übernahmen das Kommando. In den späten 70ern bildeten sich dann die ersten kleinen Cliquen mit Typen aus den Vierteln. Und in den frühen 1980ern herrschten die Gangs über große Teile von Memphis. So läuft das auf der Straße. Du musst dich durchschlagen, egal wie. Dealen, Überfälle, irgendwas arbeiten, egal. Die meisten dealten mit Drogen. Als der Markt dann plötzlich mit Crack überflutet wurde, explodierten die Gewinne. Crack bedeutete Reichtum. Da gab es kleine Jungs, die mit $1,000 in der Tasche rumliefen. Die waren gerade mal 13, 14 Jahre alt. Die riesigen Profite weckten die Neugier von größeren Gangs, wie den Traveling Vice Lords, den TVLs, in Chicago. Die TVLs galten als extrem skrupellos. Wir haben die Vice Lord Nation absolut ernst genommen. Wir waren Teil von etwas ganz Großem. Da kannst du 100 Mann haben und wir sind vielleicht nur zu 10. Aber wenn wir kommen, dann glaubst du, wir sind 10.000. Jetty Williams, alias Bo Diddley, war ein loyaler Anführer. Ich habe nie eine Autorität oder irgendwelche Befehle in Frage gestellt. Wenn einer sagt, schlag ihm die Rübe runter, dann mache ich das. Fertig. Mir ist das scheißegal, ob du 5 Meter groß bist. Wenn ich mit dir fertig bin, dann bist du genauso klein wie Bo. Bo brauchte einen Vertrauensmann, der das Operationsgebiet der TVLs nach Memphis ausweiten sollte. Charles Thompson alias Country war genau der Richtige für diesen Job. Er hörte zu und wusste, worum es ging. Er war berechenbar. Und er kam ursprünglich aus Memphis. Country war die bessere Version von Nino Brown aus dem Film New Jack City. Besser kann man ihn nicht beschreiben. Mitte der 80er zog Country nach Memphis und wurde der Boss der dortigen Vice Lords. Country herrschte über die ganze Stadt. Er war der Boss. Was er sagte, wurde gemacht. Country zwang die Dealer, nur seinen Stoff zu verkaufen. Er handelte in erster Linie mit Kokain und Heroin, wie die meisten Gangs. Und weil er seinen Status verbessern wollte, fing er einen Krieg an. Er wollte die Reviere der anderen Dealer übernehmen. In den 90er Jahren waren die TVLs 400 Mann stark. Ihre größten Rivalen waren die Gangster Disciples, kurz GDs. Vergiss die Wichser, wir hassen die GDs, absolut. In den 90ern wurden die Gangster Disciples und die Vice Lords zu Rivalen. Das war überall in der Stadt zu sehen. Dazu kamen die Drogen, Gewalt, Morde, Raubüberfälle, Entführungen. Jede Straftat, die man sich vorstellen kann. Mitte der 90er waren wir krass drauf. Wir schossen auf Bullen, wir killten die. Das war echt krass. Pee-wee war 23 und bei den Vice Lords. Als wir jung waren, hieß es, macht sie fertig. Und wir mussten sie fertig machen. Feuert auf das Haus, knallt ihn ab. Aber keine Kinder, keine Frauen. Macht den Typen fertig. Als Pee-wee mit einem Mädchen einer rivalisierenden Gang tanzte, kam es in einer Disco zu einer Schießerei. Der flippte völlig aus. Wir fingen an, uns zu prügeln. Da kamen ein paar seiner Jungs an und ich hörte nur Pau, Pau, Pau. Er hatte mich erwischt. Pee-wee tat, was er tun musste. Ich weiß, wo deine Mutter wohnt, wo deine Tochter wohnt, welche Farbe die Zahnbürste deiner Tochter hat. Ich hab dich im Blick und ich mach dich fertig. Wenn du mich nicht zuerst kriegst, mach ich dich kalt. Die TVLs kontrollierten den Drogenhandel in der Stadt.
Doch der Druck, sich oben zu halten, war immer da. ...1993. Country, der Anführer der TVLs, verdächtigt seine Ex-Freundin, ihn beim FBI verraten zu haben. Seine Jungs sollen sie finden. Er wollte sie aus vielen Gründen zurückhaben, unter anderem um zu verhindern, dass sie dem FBI erzählte, was er alles getan hatte. Also suchte er sie, wenn auch ohne Erfolg. Dafür fand er ihren Bruder, Peloy Finney. Er fragte ihn, wo sie wäre, und der sagte wahrheitsgemäß, ich habe keine Ahnung. Country befahl einigen TVLs, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Sie besuchten ihn bei der Arbeit und sagten, wir gehen jetzt mal ein Stück zusammen. Er ging widerwillig mit, da wurde er noch nicht bedroht. Sie verhörten ihn dann in einem Haus, fesselten ihn, schlugen mit Knüppeln, Eisenstangen und Fäusten auf ihn ein. Dann stülpten sie ihm eine Tüte über den Kopf und drohten damit, ihn zu töten, wenn er nicht redet. Die TVLs folterten Finney. Zwei ganze Tage lang. Dann ließen sie ihn wieder laufen. Sie warfen Mr. Finney auf die Straße und drohten, ihn und seine ganze Familie zu töten, sollte er auspacken. Finney ging das Risiko ein und sagte gegen Country aus. Das FBI und die Polizei von Memphis fahndeten mit Hochdruck nach Country. Er flüchtete nach Chicago. Die Gangspezialisten des FBI verfolgten ihn. Schließlich nahmen sie ihn nach einiger Zeit fest und brachten ihn zurück. 9 Monate später, im Januar 1995, wurde Thompson festgenommen und nach Memphis zurückgebracht. Doch selbst in seiner Gefängniszelle behielt Country das Heft in der Hand. Wenn man sie einsperrte, hieß das nicht, dass sie aufhörten. Sie machten immer weiter, egal wo sie waren. Er hat das Sagen, immer und überall. Wie der Präsident. Wahnsinn für einen Typen, so viel Macht zu haben. Memphis, Tennessee. Home to the Traveling Vice Lords, or TVLs, the South's most ruthless gang. Wir werden dich kriegen, oder irgendjemanden, den du liebst. Vielleicht deine Frau, deine Freundin, Mutter, Vater, Kind, Katze oder Hund. In Mississippi ist ziemlich viel Platz. Die am meisten respektierten TVL-Gangster regieren mit brutaler Gewalt. Es gibt die Vice Lords und die Typen, die wir Nice Lords nennen. Wenn man die Nice Lords disst, halten die die Klappe. Aber die Vice Lords disst man nur einmal. Ich sag mal so, die disst man nie wieder. Alles dreht sich nur um eins, das eigene Revier zu verteidigen. Alles hängt davon ab, wie viel man verkauft. Wir machen so 30.000, 40.000 die Woche. Die TVLs haben für ihre Drogen eigene Bezeichnungen. Heroin ist Girl und Kokain ist Boy. Und Gas heißt Bin Laden. Heroin heißt bei uns wie das Hundefutter Alpo, weil es genauso braun ist. Kokain ist China Blue. Gras ist einfach Gras, Getty Green, Ganja oder Buddha. Es gibt Pillen gegen Angstzustände, Schmerzen und all sowas. Die TVLs kämpfen um die besten Verkaufsgebiete, vor allem mit ihrem größten Feind, den Gangster Disciples, kurz GDs. Wenn du einen Vice Lord anpisst, machen wir dich fertig. Wenn du keinen Respekt hast, prügel ich die Scheiße aus dir raus. 2, 3 Mal, 4, 5 Mal. Die Vice Lords warnen die GDs mit ihren Graffiti. Das hier ist von den Vice Lords. Da ist die 5. Und damit verspotten sie die Gangster Disciples mit der nach unten zeigenden Mistgabel. Die TVLs sind immer bereit für den Krieg. Und sie haben aufgerüstet. Wir haben Gewehre und Kalaschnikows. Vollautomatische Waffen nennen wir Choppers. Oder auch Weihnachtsbaum. Denn wenn man damit schießt, brennt der Baum. Kaliber 50, ich liebe es. Wenn du damit loslegst, dann geht echt der Punk ab. Mein Liebling ist die Glock 40.
Ein Riesenwumms. Und Feierabend. Im Gegensatz zu den meisten Gangs nehmen die TVLs auch Frauen auf, wie Paytay. Sie ist bei den White Law, seit sie 10 ist. Die meisten Leute sehen auf den ersten Blick nicht, dass ich eine Frau bin. Wenn ich auf Leute treffe, dann bekomme ich als Mann viel mehr Respekt. Die White Law Gruppen in Memphis sind die Universal, Unknown, Insane, Conservative und die Four Corner Hustlers. Doch die berüchtigsten sind die TVLs, die Traveling White Lords. Das ist unsere Farbe. Für die White Lords gehen wir durch die Hölle. Wir sind überall unterwegs, auf der ganzen Welt. Wir sind Reisende. Wir gehen überall hin. Die Farben der TVLs sind schwarz, Gold und Rot. Gold steht für den goldenen Weg, den wir gehen. Schwarz steht für meine schwarze Haut und Gold für unser Erbe. Gold und Schwarz. Das schöne Gold und Schwarz. Wie das Gold meiner Zähne. Yeah. Fehlender Respekt vor den Gangfarben kann zu extremer Gewalt führen. Ein Typ wollte seine Farben ablegen. Das passiert hier oft. Er wollte von den VLs zu den GDs überlaufen. Meine Familie, also die White Lords, haben davon Wind bekommen. Sie schossen ihnen zwei Finger ab. So ernst nehmen wir das. Wenn es um die Farben geht, wird's ernst. Die White Lords nutzen verschiedene Symbole, um sich gegenseitig zu erkennen. Der Zylinder steht für Schutz. Der Gehstock repräsentiert Stärke. Der Playboy-Hase bedeutet Achtsamkeit und Schnelligkeit. Eine Pyramide mit einer Mondsichel steht für Black Power. Doch das Hauptsymbol der TVLs ist ein fünfzackiger Stern. Er repräsentiert die fünf Grundprinzipien: Liebe, Wahrheit, Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Viele TVLs lassen sich ihre Loyalität buchstäblich in die Haut brennen. Hier steht fett TVL. Auf meinem Bauch Gangsterleben. Und die Pyramide. Ist aber noch lange nicht fertig. Ich habe das hier. Eine fünfzackige Krone mit einem Stern. Eine 5 darüber und eine 55. Die 5 bedeutet mächtig. Und die 55, alles ist gut. Die TVLs sind streng hierarchisch aufgebaut. Der Boss der Bosse leitet die Gang in Memphis. Der Chief of Chiefs. Über ihn läuft alles. Danach kommen die Oberbosse, gefolgt von den 5- und 3-Sterne-Bossen, den Verstreckern, Sicherheitschefs und den Abteilungsleitern. Der 35-jährige Pack ist ein 3-Sterne-Boss. Die Dreier und Fünfer stehen ganz oben. Sie sind die Supremes. Sie machen die Gesetze und setzen sie durch. Wer das nicht respektiert, wird bestraft. Wenn man den Supreme-Status erstmal hat, kann einem keiner mehr was. Den niedrigsten Status haben die Fußsoldaten. Die Soldaten machen die meiste Arbeit. Man muss sich hocharbeiten. Man muss sich seinen Status verdienen. Wer nach oben will, muss gewalttätig sein. Shoot, stab and beat him. Knall sie ab, stech sie ab, schlag zu. In den Kopf und alles. Tu ihnen weh, tu ihnen weh. Erwecke die Aufmerksamkeit der OGs. Nur so kommst du nach oben. Du steigst auf, wenn du Jobs erledigst, dir Respekt verschaffst, indem du einen fertig machst. Ein OG hat ein Problem mit jemandem? Dann kümmerst du dich darum. Und zwar ohne, dass er dir das sagt. Du ziehst das Ding für ihn durch. So kommt man nach oben. Wie man nach oben kommt? Unten bleiben. Wenn du unten bleibst, kommst du nach oben. Alles klar? TVLs müssen jede Woche $5 Mitgliedsbeitrag an die Gang zahlen. Mit den Beiträgen werden Leute aus dem Gefängnis geholt. Oder Stromrechnungen bezahlt, wenn bei dir die Lichter ausgehen. Oder falls deine Kinder neue Schuhe brauchen, bezahlen wir die. Die Beiträge sind für die Gemeinschaft da. Für uns. Die Mitglieder müssen auch den geheimen Weißlord-Eid leisten.
Der Eid ist das Wichtigste. Ohne Eid bist du nichts. Der ist heilig. Denn wenn du ihn aussprichst, hast du einen Deal. Niemand kommt da mehr raus. Niemals. Wenn der Eid einmal geschworen ist, ist die Sache fix. Damit spielt man nicht. Wer es tut, kennt die Konsequenz. Tod. TVL-Mitglieder, die die Regeln brechen, werden brutal bestraft. Hier finden Initiationen statt und auch Strafaktionen. Im Moment hängen die hier oft rum. Das sieht man hier an der Wand. Da ist ein Zeichen der Weißlords. Bestraft wird man, wenn man zum Beispiel einen anderen Bruder schlägt. Dann setzt es einen sogenannten Double Bubble. Ein Double Bubble dauert zwischen 3 und 5 Minuten. Man wird mit Knüppeln oder Eisenstangen geschlagen oder in Arm oder Bein geschossen. Oder sie brechen dir den Arm. Das kommt alles darauf an, wie schwer dein Vergehen war. Bis 1996 ignorierte niemand die Befehle von Vice-Lord Boss Charles Country Thompson. Doch sein Machthunger droht, die ganze Gang zu zerstören. Es gab viele Morde, Verbrechen und Schlägereien. Charles Thompson setzte seine ganze Autorität ein. Er wollte klarmachen, dass man nach seiner Pfeife tanzen muss. Oder die Konsequenzen zu tragen hat. Memphis, Tennessee. 1996. The traveling vice lords and their ruthless leader, Charles Country Thompson, seemed untouchable. Bei ihm wussten alle, was Sache war. Wenn er uns befohlen hätte, uns über eine Schlammpfütze zu legen, damit er sich nicht die Schuhe nass macht, hätten wir das getan. Country sitzt im Shelby County Jail. Er ist wegen Mordes angeklagt. Selbst aus dem Gefängnis heraus erteilt er seine Befehle. Charles Thompson ist der Typ, der nie locker lässt. Wenn du ihm in die Quere kommst oder er das glaubt, dann setzt er Himmel und Hölle in Bewegung, bis er dich findet und kalt stellt. 19. April. Country befiehlt einen Mord an Sergeant Dedrick Taylor. Aus Rache, weil der ihn kurzfristig in Einzelhaft gesteckt hatte. Er rief seine Leute an und befahl, Dedrick umzubringen. In der gleichen Nacht warteten sie schon vor Dedrick Taylors Haus, um ihn zu töten, sobald er nach Hause kam. Als Taylor um 22.30 Uhr nach Hause kommt, feuern 3 TVLs fast 20 Kugeln auf ihn. Taylor schafft es gerade noch bis zur Haustür. Seine Frau ist an der Tür und sieht, wie ihr Mann durch den Eingang robbt, um dem Kugelhagel zu entkommen. Er bleibt blutend liegen. Seine Frau sagt noch, du wirst nicht sterben. Er atmet noch eine Weile und stirbt dann in ihren Armen. Country hatte Taylor aus dem Weg geräumt, doch damit waren seine Probleme nicht gelöst. Einen Monat nach dem Mordanschlag packte jemand aus und steckte den Behörden, dass Country den Mord befohlen hatte. Bei dem Telefonat waren noch andere dabei. Und die rückten damit heraus. Die Schützen wurden daraufhin festgenommen. Bei den folgenden Verhören gaben sie zu, was sie getan hatten und wie es dazu gekommen war. Die Geschworenen befanden Country des vorsätzlichen Mordes für schuldig. Er bekam lebenslang ohne Bewährung. Das war ein wirklich schwerer Schlag für die Weißlords. Die einst so gut organisierten TVLs waren plötzlich führungslos. Niemand hörte auf niemanden. Jeder machte, was er wollte. Es gab keine Konsequenzen. Die Gang zerfiel in kleinere Gruppen, die sich gegenseitig das Drogengeschäft streitig machten. 1997 eskalierte die Situation. Das war echt der dritte Weltkrieg. Völlig außer Kontrolle. Weißlords kämpften gegen Weißlords. Keiner traute dem anderen über den Weg. Nicht mal den eigenen Leuten. Es gab keine Loyalität mehr. Jeder kämpfte gegen jeden. Country wollte das nicht. Das war nicht das Erbe, das wir weiterführen sollten. Die Polizei gründete eine Spezialeinheit gegen die wachsende Ganggewalt. Und die TVLs versuchten, sich neu aufzustellen. Im Jahr 2000 taucht ein neuer Anführer auf. Der 30 Jahre alte Ronald Pokey Terry. Wie damals Country wurde auch er aus Chicago geholt.
Als Country im Gefängnis saß, war es die perfekte Gelegenheit für Ron Terry in Memphis, die Kontrolle zu übernehmen. So zumindest ging das Gerücht. Er kam aus Chicago, um hier aufzuräumen. Und das hieß, diese völlig außer Kontrolle geratenen jungen Vice-Lords wieder in den Griff zu bekommen. Pokey wollte der Boss der Bosse werden und die absolute Kontrolle über den Drogenhandel erlangen. Er war der Richtige dafür. Er hatte die Eier. Er konnte einem die Geschichte der Vice-Lords runterbeten. Und er schien an die Prinzipien der Vice-Lords auch wirklich zu glauben. Diese 15, 16, 17, 18 Jahre alten Kids hatten große Angst vor ihm. Doch nicht alle Fußsoldaten wollten sich ihm beugen. Peck glaubte, dass Pokey die Profite aus dem Drogengeschäft ungerecht aufteilte. Viele von uns waren nicht mit ihm einverstanden. Vor allem ich nicht. Mir stank, was er mit den Kleinen machte. Das war nicht gerecht. Das waren nicht unsere Gesetze und nicht unsere Regeln. Alles lief nach seiner Nase und nicht nach den Gesetzen der Vice Lords. Peck war nicht der Einzige, der mit Pokey aneinander geriet. Juli 2005. Marcus, Pancho, Danner und Pokey treffen sich in einer Disco. Es kommt zu einem heftigen Wortwechsel. Zeugen sehen, wie die beiden sich bedrohen, bevor sie den Club verlassen. Später fährt Pokey zur Polizei. Er erzählte der Polizei in Memphis von seinem Streit mit Danny und dass der ihn bedroht hatte. Er hatte die Drohungen wohl auch auf seinem Handy mitgeschnitten oder auf dem Anrufbeantworter. Doch Pokey wartet nicht, bis die Polizei etwas unternimmt. 27. Juli, Mitternacht. Pancho geht nach Hause, vorbei an einem bekannten Drogenumschlagplatz. Plötzlich taucht ein Geländewagen auf. Der Wagen fuhr an ihn heran. Die Fenster gingen runter. Er sah die Waffen, rannte los und wurde in den Rücken geschossen. Pancho überlebte den Anschlag und erzählte den Behörden, dass Ron Pokey Terry darin verwickelt war. Ganganführer wie Ron Terry sind schwer dran zu kriegen, weil sie sich in der Regel nicht selber die Finger schmutzig machen. Sie geben nur den Befehl dazu. Wenn sie aber sauer sind, machen sie manchmal Fehler und mischen selber mit. Vor allem, wenn es was Persönliches ist, so wie zwischen Ron und Marcus. Pokey wurde schuldig gesprochen und zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Und wieder waren die TVLs ohne Anführer. Doch davon erholten sie sich schnell. Dadurch wurden wir nicht schwächer, sondern stärker. Memphis, Tennessee, 2005. With Charles Country Thompson and Ron Pokey Terry locked up, the traveling Vice Lords were without a leader. But the gang was stronger than ever. Wir sind da. Und wir gehen nicht wieder weg. Wir werden stärker. 100-mal so stark. Ich habe jeden dritten Tag einen Kampf. Heute gehören die TVLs zu den größten Street-Gangs in Memphis. Viele sind ihrem Gründer noch immer treu ergeben, Country, der hinter Gittern sitzt. Er hält die Fäden in der Hand. Dass er im Knast sitzt, heißt gar nichts. Besser, man sagt nichts Falsches. Sonst sorgt er dafür, dass du für immer die Schnauze hältst. Doch die Behörden wissen von einem neuen Anführer. Wir haben Aussagen. Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Die Barbecue- und Blues-Hauptstadt des Südens ist in den letzten 20 Jahren extrem gewachsen. Doch dafür zahlte die Stadt ihren Preis. Memphis ist eine der gefährlichsten Städte in den USA. Schuld daran? Gewalttätige Banden. Es ist hier nirgends sicher. Man muss überall aufpassen.
Es gibt 15.000 bis 20.000 aktive Gangmitglieder in Memphis. Gemessen an der Einwohnerzahl ist das enorm viel. In der 700.000 Einwohnerstadt verbreiten sie Angst und Schrecken. Das ist echt die Hölle hier. Auf einer Skala von 1 bis 10 liegt der Gewaltlevel in Memphis bei 30. Das ist echt krass. Die Jungs hier sind völlig durchgeknallt. Eine der größten Gangs sind die Traveling Vice Lords, kurz TVLs. Wir sind die TVLs, immer unterwegs. Die Gang ist über 500 Mann stark und gehört zu den brutalsten der Stadt. Die Traveling Vice Lords sind vor allem für Raubüberfälle und Schießereien verantwortlich. Ich habe schon auf viele geschossen. Keine Ahnung, ob ich die alle gekillt habe oder nicht. Die Gang beansprucht ganz Memphis als ihr Revier. Ihr Stammsitz liegt im Nordwesten der Stadt. In Klondike, einem 2,5 Quadratkilometer großen Gebiet. Zutritt auf eigene Gefahr. Wir sind hier in Klondike. Hier wird scharf geschossen. Da drüben ist was los. Da geht gerade irgendwas ab. Das da drüben waren ein paar Vice Lords. Auf der Treppe da. Die Menschen haben Angst, aus dem Haus zu gehen. Alte Omas sitzen nicht mehr auf ihren Veranden, weil sie Angst vor verirrten Kugeln haben. In Klondike gab es eine Familie, deren Kinder jede Nacht auf dem Boden schliefen, weil bei ihnen die Kugeln durchs Haus flogen. Damit haben wir allen klargemacht, ihr legt euch nicht mit uns an. Derek Mosley wuchs in Chicago auf, der Wiege der Vice Lords. Ich habe vieles nicht kapiert, was da abging. Das war alles wahnsinnig brutal. Komplett durchgeknallt. Ich wusste nur, dass ich tough sein musste. Härter und krasser als alle anderen. Mit 10 trat er der Gang bei. Mit 16 zog er nach Memphis. Die Typen in Memphis sind krass drauf. Für die zählt nur eins, Respekt. Die machen alles Mögliche, ohne darüber nachzudenken. Ich habe gesehen, wie sich die besten Freunde abknallten. Schießereien wegen nichts. Memphis ist durchgeknallt. Jeder will schnelles Geld. Jeder will der Geilste sein. Pack ist 35 Jahre alt. Er will nicht, dass sein wahrer Name genannt wird. Zu seinem eigenen Schutz. Für Pack war das Straßenleben wie eine Droge. Ich bin süchtig nach der Straße. Mit 12, 13 habe ich kleine Dinger gedreht. Laden und Autodiebstahl. Mit 14 fing ich dann mit den echten Geschäften an. Drogen und so. Pack war erst 15, als er den TVLs beitrat. Zuerst stand er Schmiere. Doch schon bald wurde er ein Vollmitglied. Da wurden Leute mit Kabelbindern an Stühle gefesselt und mit Schlagstöcken und Brechstangen geschlagen. Wir haben Beine, Gelenke und Arme gebrochen, unter die Beine geschossen. Und wenn wir dich nicht kriegen, schauen wir bei deiner Familie vorbei. Vor kurzem kam Pat bei einem Kampf nur knapp mit dem Leben davon. Wir haben gekämpft. Ich war stärker. Er hatte eine 32er, das wusste ich nicht. Er zog sie aus der Tasche, steckte sie mir in die Hose und schoss zweimal. Es heißt, Kugeln sind heiß. Das sind sie echt. Nach 5 Sekunden oder so fängt das tierisch an zu brennen. Wenn man da unten getroffen wird, tut das wahnsinnig weh. Das Gesetz der Gang kennt nur eine Antwort. Rache. Wenn einer dich nicht respektiert und zuschlägt, musst du zurückschlagen. Wenn jemand meiner Familie, meinen Freunden oder jemandem aus der Gang was tut, muss er sterben. Er geht drauf. Das ist Gesetz. Wenn du meinen Bruder verletzt, zahlen wir das mit gleicher Münze heim. Diese brutale Gewalt ist typisch für Memphis und wurde von dem berüchtigten Anführer der TVLs auch knallhart eingefordert.
Charles Thompson, alias Country. Country war einer von den Typen, mit denen man sich nicht anlegte. Und wenn doch, hatte man ein echtes Problem. Countrys Wort war Gesetz, egal welche Folgen das hatte. Wenn er mir sagt, ich soll was machen, dann mache ich das, egal was. Aber eins ist wichtig. Country verlangt nichts, was er nicht auch selber machen würde. April 1996. Der 30-jährige Country sitzt im Shelby County Jail. Er ist wegen Mordes angeklagt und wartet auf die Gerichtsverhandlung. Er hat die White Lords einfach vom Gefängnis aus weiter angeführt. Er konnte weiter seine Befehle geben, weil man ihn telefonieren ließ. Country hatte eine aus